Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Landwirtschaftssimulator 2013. Es hat gerade synchronisiert. Der David ist heute auch wieder am Start, das heißt, wir sind wieder im Multiplayer unterwegs. Ja, grüß Gott. Ja, und ja, wir haben Sonntag. Sonntag kurz vor 16:30 Uhr, also 16:30 Uhr oder 16:20 Uhr besser gesagt. Und wir wollen natürlich heute wieder etwas. Ja, unsere Felder bearbeiten und mähen und natürlich unser Ziel weiter verfolgen, einen schönen Megabauernhof zu erschaffen mit vielen Gebäuden, mit vielen Feldern und natürlich auch mit vielen Landmaschinen. Und wir waren stehen geblieben hier bei dem großen Feld, das zu ernten war. Ja, genau. Da würde ich sagen, da können wir auch gleich mal fortfahren. Es war ja bei den letzten Spielen so ein bisschen die Frage aufgekommen, ob man vorne die Häckselwerke von den Mähdreschern beliebig kombinieren kann. Das heißt, an alle möglichen Mähdrescher dran machen kann. Mir hat da ein netter YouTuber einen Tipp gegeben und geschrieben und hat gesagt, dass die Kombination untereinander ohne Probleme möglich ist. So, das Feld hatten wir fertig gesät. Ich tue mal gleich unsere Sämaschine hier drüben wieder ansetzen. Zack, Helfer starten und genau so. Ach, du bist gerade im Traktor? Ja, ich hol den gerade her zum Mähdrescher. Ja, wie gesagt, wir haben ja hier noch etwas Gerste vor uns und dann haben wir hier schon den fertigen Raps, deswegen spielen wir gerade auf Echtzeit, dass uns das Ganze nicht vergammelt. Ich habe mich auch noch mal ein bisschen erkundigt. Wir hatten ja immer mal die Probleme, dass wir das unterschiedlich gesehen haben. Und zwar das Wachstum unterschiedlich gesehen haben. Das liegt ganz einfach daran, dass da wahrscheinlich doch keine hundertprozentige Synchronität herrscht zwischen unseren zwei Multiplayern. Das ist wohl ein bekanntes Problem. Ich habe da auch im Forum mal ein bisschen geguckt. Also das ist auf jeden Fall bei vielen so oder bei einigen so. Und ja, wir hoffen einfach mal, dass es mit dem nächsten Patch behoben wird, beziehungsweise deutlich verbessert wird. So, der Mähdrescher ist wohl wieder voll. Ja. Ja. So, ich habe mal Helfer ein- und ausgemacht, dass der weiterfährt. Und leer. So, wir schauen mal kurz. Dahin schauen wir nicht. Ich gebe dir mal wieder ein separates Konto, dass du Fahrzeuge verkaufen kannst und neue Felder erstellen. So, und dann können wir ja mal, dann schaue ich hier mal kurz in unsere Info rein. Gibst du mir noch ein bisschen Geld, weil ich gehe gerade ins Minus. Ja, kein Problem. So. Da hat der David auch etwas Geld auf seinem Konto und ich wollte mal schauen. Wir haben, so wie es aussieht, wohl eine erhöhte Nachfrage von Kartoffeln. Die haben wir aber leider nicht. Und wir schauen mal in unsere Statistiken. Da haben wir 40.000 an Gerste liegen, 195 Eier haben wir. Ja, das ist ganz gut. Moment, was haben wir hier? 101 Hühner. Okay. Ja, super. Also, ich schaue jetzt nochmal kurz im Shop vorbei. Tja, meine Frage wäre jetzt, beziehungsweise mein Vorschlag eventuell wäre, dass wir uns. Was hältst du davon, wenn wir uns eventuell doch das große Schneidewerk holen? Ja, ich weiß nicht, ob wir mit dem Traktor drunter kommen. Dann Warte hoffentlich. mal, siehst du, wollten wir den Mähdrescher schon nochmal anschauen? Mit dem Traktor. Werden wir wohl nicht so richtig drunter kommen. Das war das Problem. Ich sehe gerade, ich sehe hier Raps an. Ja, gut, ja, wollten wir ja auch, ne? Ich hatte neulich in der normalen Karriere eine erhöhte Nachfrage von Raps, das ging bei 2300 dann los. Ach du grüne Neune. Ja, so fast das, also übers Doppelte eigentlich. Oder fast Das das ist Doppelte. natürlich mal ordentlich, ne? No? Das heißt,
Wir werden auf jeden Fall das Feld jetzt hier komplett abernten. Ja, und werden dann das auch gleich wieder neu bestellen. Logischerweise. Und werden einfach mal überlegen, was wir uns als nächstes für eine Investition, was wir als nächstes für eine Investition tätigen werden. Ich muss nur gerade mal noch schnell meinen Timer stellen, das habe ich wieder vergessen. Wie immer. Wie immer, ja. So, Timer läuft, alles klar. Also ich wäre ja persönlich für den Mähdrescher. Du bist für den Mähdrescher, gell? Ja. Das ist halt das die ziemlich große Investition, ne? Ja. Das ist eine ziemlich große Investition, das ist richtig. So leer. So, der hat jetzt noch, naja, anderthalb Bahnen vor sich. Dann haben wir auf jeden Fall die Gerste schon mal fertig. Wie viel hast du denn im Hänger? 5000. 5000, na gut, das ist ja auch wieder ein bisschen was. So, hier haben wir mal einen schönen Blick von oben. Kann ja mal noch ein bisschen höher gehen. Hast du gehupt? Ja. Das ist ja geil. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Was gibt's sonst noch so Neues? Die Abonnentenzahl steigt langsam. Das gefällt mir sehr gut. Ich finde es toll, dass auf jeden Fall ein paar Leute Interesse haben an unseren Videos, an meinen beziehungsweise unter unseren Videos. 15 Abonnenten sind es jetzt schon. Und ja, habe jetzt heute quasi, also ihr werdet das Video natürlich wieder etwas später sehen, das ist klar, weil ich ja auch noch etwas vorproduziert hatte mit David zusammen. Und ich denke mal, ihr werdet so gegen Ende der Woche, also so Freitag wird das Video, Freitag, Samstag wird das Video am Start sein. Und ja, mal schauen, was sich bis dahin ergeben hat. Aber wie gesagt, heute sind es 15 Abonnenten und ich habe heute die 1000 Klicks durchbrochen auf meinem Kanal. Also habe jetzt knapp über 1000 Klicks. Das ist auf jeden Fall schon mal sehr schön, da freue ich mich. Und es kommen immer mehr Kommentare zu meinen Videos auch. Und das ist natürlich auch sehr schön. So, der David fährt hier eifrig nebenher. So, einmal hinter noch, dann war's das. Ja, ich hatte auch schon gesagt, das nächste Projekt, was ansteht. Nee, hatte ich noch nicht gesagt. Und zwar, ich habe mich jetzt dazu entschlossen. Ich hatte euch ja immer mal gefragt, was soll ich mal Let's Playen oder was können wir mal machen zusammen? Und ich habe mir jetzt überlegt, ich hätte eigentlich ziemlich großes Interesse, Far Cry 3 zu spielen, weil mich das Spiel erstens selber sehr interessiert. Ich finde, das ist einfach ein cooles Spiel. Und ja, wie gesagt, ich werde mir das auf jeden Fall jetzt vorbestellen. Das Release ist ja am 30.9., am 30.11. Und also quasi in, naja, 3 Wochen, 3,5 Wochen. Und ich werde mir das, denke ich mal, vorbestellen für den PC und werde da auch wieder reichlich Let's Plays drüber machen von A bis Z und wir werden das mal zusammen spielen. Mal schauen, was dort möglich ist mit dem Multiplayer, falls dort, ich weiß gar nicht genau, ob da überhaupt einer vorhanden war, aber ich glaube schon. Und ja, wie gesagt, wenn es euch interessiert, am 30.11. beziehungsweise am 1.12. werden dann die ersten Videos kommen. Far Cry 3 mit mir. So, das denke ich mal, würde dich auch interessieren, oder? Ja, eigentlich schon, ja. Muss mal halt sehen, wie das über den Multiplayer dann läuft. Ja, wir können ja mal schauen. No. Können ja mal schauen. Wenn nicht, wir können ja hier zusammen reingucken. Und ich hatte es sowieso vor mir. Ich überlege noch, ob ich es mir. So, ich bringe mal den Mähdrescher. Ich hatte es sowieso überlegt. Ob, ah, der macht jetzt gleich weiter, oder was? Ja, der wird nicht, der wird jetzt nicht groß weitermachen können. Oder ist er leer? Der ist leer. Ja, dann macht er weiter, ja. Ja, ich fahre das jetzt erstmal wieder weg. Ja, klar. Ja, dann macht weiter. Ja, wie gesagt, ich hatte mir sowieso so überlegt, ob ich mir zu Weihnachten eventuell oder zum Nikolaus oder mal schauen, wann. Ich hätte gerne noch eine richtige Cam. Ich habe jetzt nur so eine einfache von Logitech.
Nichts Besonderes, aber so eine richtige Webcam mit gleich zwei richtig ordentlichen Mikros drin. Oder einem Mikro. Es gibt ja welche, die haben zwei, es gibt welche, die hat eins. Und gleich halt als HD. Ja, und mal schauen, vielleicht werde ich mir die wünschen. Die kostet, da habe ich mir auch schon eine rausgesucht bei Logitech, weil ich habe fast alles von Logitech und deswegen bin da eigentlich sehr zufrieden. Machen einfach gute Sachen und deswegen habe ich mir überlegt, die Cam auch von Logitech zu nehmen. Aber die ich möchte, kostet leider 90 Euro oder 95 Euro, irgend sowas in der Dreher. Ich kann euch das nächste Mal auch sagen, nochmal sagen, wie die genau hieß. Und ja, mal gucken, vielleicht habe ich die bis dahin auch, dann können wir ja hier zusammen bei mir zocken, Digga. Und ja, dann über die Cam aufnehmen einfach. Dann brauchen wir unsere Headsets nicht, weil mit zwei Headsets geht es ja sowieso nicht. Das ist ja das Problem, das bekannte Problem. Das ist das Problem, Ja. Und das schauen wir einfach mal. So. Also eine Bahn macht 58% von dem das ist gut. Raps. So, ich überlege gerade. Nee. Die Zeit etwas hochzunehmen, können wir nicht machen. Müssen wir wahrscheinlich. Achso, nein, natürlich nicht. Müssen wir wahrscheinlich. Hat er, hast du jetzt angehalten oder hat er selber angehalten? Ich habe angehalten. Achso, weil ich hing kurz fest. Ja. Naja, ja, so wird das auf jeden Fall. Landwirtschaftssimulator, ich kann euch auch mal zeigen. Achso, ich weiß gar nicht, habe ich jetzt die Mobs. Mobs. Ne, Mods hatte ich jetzt nicht eingefügt. Da muss ich das nächste Mal dran denken, dass wir die Mods wieder mit reinnehmen. So, ja, wie gesagt, unsere nächste Investition liegt leider noch 200, aber David, soll ich dir mal was sagen? Es ist ja leider nicht 265.000, es sind ja 305.000. Naja, Mehrwerk, klar. Ja, das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Aber wir können ja erstmal den Großen das Kleine machen. Haben wir ja genauso viel gekonnt wie jetzt. Nein, der fährt länger. Ja, super. Müssen wir noch weniger machen. Ja, wir hatten ja auch gesagt, wenn ihr Interesse habt, mit uns zusammen hier Landwirtschaftssimulator 2013 im Multiplayer zu spielen, dann könnt ihr das gerne tun. Wir werden, sobald wir über ein, zwei Traktoren mehr verfügen und sobald wir über auch ein, zwei Felder mehr verfügen, werden wir auf jeden Fall den Multiplayer-Bereich hier weiter aufmachen auf drei beziehungsweise vier Spieler. Das heißt, ein, zwei Spieler von euch, die Interesse haben, mit uns zusammen mal zu spielen oder sich vielleicht einfach mal auch mit uns zu unterhalten, beziehungsweise uns mal kennenzulernen, ist das kein Problem. Ihr könnt dann bei uns mit reinkommen und könnt mit uns zusammen auch spielen. Kein Thema. Denke ich mal, wird auf jeden Fall eine lustige Geschichte. Ja, und können uns natürlich bei unserem Projekt, bei unserem ehrgeizigen Projekt, das wir uns hier gesetzt haben, unterstützen. Das wäre ja mal was. Ja, naja, ist ja nicht schlecht, oder? Bis 10 Spieler geht ja. So, und dann müssen wir nochmal schauen, wie wir das machen. Vielleicht haben wir bis dahin ja auch einen TS-Server. Oder über Skype mal gucken, das wäre ja kein Problem. Ich könnte ja auch eine Konferenzschaltung machen für die, die Skype haben und da Interesse dran haben. Wäre das alles kein Problem. Die Seemaschine hat sich festgefahren. Das werde ich gleich mal hier beheben, das Problem. Vielleicht gibt es ja bald eine Kettensäge als Mod. Eine Kettensäge oder ein Harvester. Ja. Das wäre auf jeden Fall cool. Weil dann könnten wir hier mal so ein paar Bäume, so ein paar störende Bäume entfernen. Ja, die gibt es natürlich überall. Ich habe So. auch gesehen im Karrieremodus, die Felder, die werden auch versteigert. Also Ja, du musst nicht alle kaufen. das ist auch hier so. Das ist auch hier so, Ja. okay. Ja. Ja, also die Felder stehen zur Versteigerung an. Das Problem ist halt nur, man hat halt die Felder dann querbeet, ne, auf der Karte verteilt. Ja, das ist klar. Wenn man da jetzt
ein Feld hat, was jetzt hier, sage ich mal, relativ weit weg ist, tja, das wäre dann auch wieder relativ uninteressant für uns, ne? Meiner Meinung nach. Ja, ihr werdet das zwar etwas verspätet sehen. Ich gucke erstmal kurz, bevor ich hier das große Labern anfange, wo der Timer steht. Na, 2 Minuten. 2, 3 Minuten haben wir noch. Ihr werdet das Video zwar um einige Tage verspätet sehen, weil, wie gesagt, ich etwas vorproduziert hatte. Aber ich hatte euch ja berichtet, dass ich am Wochenende in Berlin war mit meiner besseren Hälfte zusammen. Wir sind dann gestern wiedergekommen aus Berlin. Also waren Donnerstag hingefahren, 2 Nächte, 3 Tage. Hatten ein schönes Hotel gehabt, das war alles super gewesen. Das war etwas außerhalb von Berlin, aber total leicht zu fahren und zu finden, wenn man natürlich ein Navigationsgerät hat. Ohne den ist man in Berlin, ja, natürlich etwas aufgeschmissen. Aber so an sich, die Stadt war sehr, sehr schön, war sehr unterhaltsam, ist natürlich eine sehr verrückte Stadt. Muss man einfach mal so sagen, also wenn man dann vom Dorf kommt mit 3000 Einwohnern, dann geht dann mal in die Hauptstadt Deutschlands mit 3,5 Millionen Einwohnern, ja, kleiner Unterschied. Ich muss auch sagen, ich habe in meinem Leben noch nie so viele Geschäfte gesehen, wie ich dort gesehen habe. Ich war total überfordert, also es war eine Reizüberflutung vom Allerfeinsten. Ich habe mir auch was ganz großes Ziel gemacht, in Berlin in einen, am Alexanderplatz oder beziehungsweise im Kurfürstendamm, wir waren ja überall gewesen. Ich erzähle euch erstmal kurz, wo wir überall waren. Wir waren am Alexanderplatz, am Kurfürstendamm, im KaDeWe natürlich, auf dem Potsdamer Platz. Wir waren also am Bundestag, am Bundestag, Reichstag. am Reichstag, genau, am Abgeordnetenhaus. Dann waren wir noch am Brandenburger Tor, natürlich auch an der Siegessäule. Wir waren am Checkpoint Charlie gewesen, dann waren wir auf den Gendarmenmarkt. Wo waren wir noch gewesen? Ja, am Bürgermeister sein Haus waren wir natürlich gewesen. Natürlich nicht zu vergessen, waren wir auch auf dem Fernsehturm. Der ist ja direkt am Alexanderplatz. Und ja, wo waren wir eigentlich noch überall? Ich weiß gar nicht so richtig. Ja, dann waren wir noch an dem großen Judendenkmal. Was aufgrund der vielen Opfer unter Adolf Hitler und dem Zweiten Weltkrieg. So, jetzt klingelt mein Timer. Ja, unterm Adolf Hitler, unterm Zweiten Weltkrieg, quasi unterm Dritten Deutschen Reich, die vielen Opfer, die da zustande gekommen sind und die ganzen Gefallenen und Verfolgten, dem wurde da ein riesengroßes Denkmal direkt in Berlin errichtet. Und zwar wurden da über 2400 Betonblöcke mitten in Berlin rein gesetzt. Die sind alle etwas unterschiedlich groß und hoch. Sieht richtig cool aus. Sieht da quasi aus wie ein Feld aus Betonblöcken. Und ja, dann waren wir noch auf der Straße 17. Juni. Das ist ja die zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule. Da ist ja auch das Denkmal der sowjetischen Kriegsgefangenen oder Kriegsgefallenen. Auch sehr interessant und ja, das haben wir uns alles angeschaut. Also unsere 3 Tage waren da doch ziemlich ausgebucht und ich hatte mir natürlich ganz groß vorgenommen. Ach, in Madame Tussauds waren wir noch, das hatte ich ganz vergessen. Das war auch sehr cool. Ich habe da ein bisschen mit Robbie Williams und Brad Pitt abgechillt und Angelina Jolie. Ja, habe ich auch mal ein Ründchen gequatscht. Hab natürlich Jennifer Lopez mal in den Arsch gefasst. Das war mein großes Ziel, was ich mir gesteckt hatte, weil es stand ja fest, dass wir zu Madame Tussauds gehen. Da habe ich gesagt, Jennifer Lopez an den Arsch fassen, das ist eine Pflicht. Hab mir natürlich auch mal mich mal ein bisschen an Lady Gaga rangekuschelt, ohne Frage. Auch total interessant. Ah, David hat den Humor schon gestartet. Ja, Ja. ich bin fleißig. Ja, hab mich da an Lady Gaga auch ein bisschen rangekuschelt und ja. Wie gesagt, etwas Smalltalk mit Muhammad Ali tut ja auch ganz gut. Aber ansonsten war das eigentlich ziemlich cool gewesen. Mal gucken, vielleicht lade ich euch noch ein paar Bilder hoch oder mache mal noch ein kleines Infovideo, wo ein paar Bilder mit drin sind. Das seht ihr vor allen Dingen ja auch mal. So, jetzt haben wir hier gerade, nee, Auftrag wollen wir nicht, weil wir keinen Frontlader haben. Ja, und da lade ich vielleicht mal Bilder hoch. Da seht ihr auch mal meine Larve, wie ich da mit meiner Freundin unterwegs war. War auf jeden Fall eine ganz coole Geschichte gewesen und ja, hat uns super gefallen. Ich werde im nächsten Part auf jeden Fall noch etwas mehr erzählen, weil wir müssen jetzt hier einfach erstmal Schluss machen, dass wir nicht ganz so sehr überziehen.
Und ja, wenn es euch wieder gefallen hat, ihr kennt das, schaut auf meinem Kanal vorbei, abonniert eventuell, wenn es euch gefällt, lasst einen Kommentar da, ob positiv, ob negativ, ich bin für auch für jede Kritik offen, oder wir sind zumindest für jede Kritik offen. Ja, und das war's eigentlich erstmal von diesem Part. Und das wir war's. Machen im nächsten Part weiter, ne? Dann Jawohl. Von mir erstmal ein Tschüss. Und von mir auch, auf Wiedersehen.